Wir sehen hier ein heftiges Set mit seinen heftigen Schuh im Bild. Scouty ist jetzt neben mir am Start. Ich bin da. Nachdem er 3-0 versus Momo war. Und jetzt spielen unsere beiden Brüder Imagine, Digga. Ja, heftig. Unsere beiden Brüder spielen gegeneinander und wir kommentieren. Stimmt. Das ist schon Prime, ha? Einmal der Ältere und einmal der Jüngere. Ja, doch. Mhm. Ja, IC und wir hat kommentieren. Was schreibt IC? Fui oder heute als Cloud-Rapper. Da kommt auch ursprünglich her. Oh, es geht los. Oh. Fox vs. Duckhunt. Weiß vs. Fui Guido. Top 8. Winners. Squatters. Auf Carlos. Der zieht mir für diese Stage. Ja, ne? Viel zu groß, viel zu viel Platz. Nein. Für wen könnte das bloß sprechen? Oh, freche Option. Okay. Beide noch am Rand tasten, ein paar Hitze raushauen. Eins tritt so nach dem anderen, so langsam, aber sicher. So, wirklich. Beide sehr geduldig. Okay. Okay. Ja, das wird ihm auf jeden Fall ordentlich zur Hilfe sein, ne? Der Counter, ne? Counter. Glaube ich auch. Gehst du daran als Fox? Eigentlich gar nicht. Sobald du irgendwie reingehst, direkt Dose, Frisbee, Gunman hinten. Ja, er kommt halt auch immer schnell wieder weg, ne, mit Duck in Hand. Ich bin auch mal gespannt, aber bis jetzt sieht es ja noch ganz gut aus für beide. Ich glaube, mehr Upsmash ist ja jetzt. Oh, vielleicht sogar ein Upsmash. Guck mal. Upsmash? Nochmal raus. Solche Roundhits braucht Fox dann aber auch. Ja, stimmt. Gerade in den Prozenten, von daher richtig da den Stock zu holen. Schau mal. Schöne Prozente, schöne Prozente. Ja, die kann er wie aus dem FF. Die habe ich schon 100.000 Mal besser gesehen. Aber so muss es ja auch sein. Es muss dann auch in den richtigen Moment sitzen. Ja, bis jetzt spielt das Guiguelo. Ziemlich stabil runter, auch bei dem Stock-Lead. Baute sich auch immer noch weiterhin was auf. Weißel noch wirklich keine richtige Antwort dazu. Ja. Und er spielt auch vorsichtig, glaube ich, vorhin. Der will dann nicht sich aus dem Schild punishen lassen. Nee. So muss er auch spielen. Okay. Ah, ja. Ah, das ist okay, ne? Backflow in die Dose. Ja, crazy, okay, hat ein bisschen. Hat ein bisschen Prozent, aber... Schon bereit. Frage, ob Weißel den Stock da irgendwie zurück bekämpfen kann. Oder ob Guido einfach hier weg oder so landet. Ja, er ist smart. Ich glaube, er... Okay, jetzt hat er mal vorhin näher gefischt. Okay. Reicht. Gefischt, nicht gehoffen, aber Abschnitt trifft. Genau. Scheiße. Oh. Schön hinter ihm gelandet. Ich bin gespannt zu sehen, wie der angreift. Das ist echt schwer zu sagen. Bis auf einmal trifft so. Ja, Fuguelo hat, glaube ich, sich nachher für die Stage entschieden, kann ich mir vorstellen, weil er ist schnell, kann sich gut bewegen mit seinem Fox und so hat er viel Platz, um die Projektile rumzukommen. Ne? Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er die Verletzung gewählt hat. Oh, okay. Okay. Nicht ganz zu Ende gemacht, aber ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das okay ist. Witzig, Fuguelo. Es geht los, Leute. Skeddy Prime ist da. Die noch ein paar Prozente aufhauen, so wollte ich das eigentlich sagen. Aber es sieht sehr gut aus, diese Fee. Fox kommt da auf jeden Fall gerade gut durch, spielt auch ruhig das runter. Genau, jetzt kann er es eigentlich runterspielen, ein paar Prozente machen und dann nochmal versuchen, jetzt seinen Kill Confirm zu hitten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er gar nicht für den Nair geht, sondern für den Down Air. Ja. Für Up Smash. Ja. Lebt immer noch. Die nächste Dose kriegt er, ne? Boah. Der nicht stark genug. Der Grab auch nicht. Der Grab auch noch nicht. Okay. Boah. Ja, das wussten glaube ich auch beide. Oh. Panic, Air Dodge oder was ist das auch? Okay. Nehmen wir mit, sage ich mal aus unserer Sicht jetzt.
ich weiß nicht, was wir machen. Vielleicht wollen wir einen Walljump machen, aber es hat ja so überhaupt nicht geklappt. Es hat überhaupt nicht geklappt. Okay, das erste ist schon mal 1-0 durch. Für Fui. Es war jetzt auch gar nicht so close, wie ich es gedacht hätte. Natürlich ist er jetzt Estid, aber auch so. Hatte fast die ganze Zeit den Stock lead nach dem ersten Stock. Ja. Sah besser auf jeden Fall aus für Fuego Elo das Game. Ja, es war so ein bisschen antastend, das Game. Mhm. Jetzt mal gucken, wie sich das zweite entwickeln wird, ob Fuego Elo sich da so weiter hinten, na, nicht hinschillen kann, aber du weißt schon, was ich meine. Alright. Weißt schon, was ich meine, Digga. Okay. Wir sind so wieder auf Carlos. Mhm. Okay. Kann man mitnehmen. Bin gespannt. Werden echt wahnsinnig Hits rausgeholt, weil die halt auch so schnell sind. Ne? Ja. So, okay. Zerbeißt den ersten Lead. Eine Kombi, dann ist es aber schon wieder even. Ja, ja, ja. Also mal schauen. Zwei, drei Abwehrs nachher. Ja, ja. Dann ist das wieder drin. Die muss er natürlich aber erstmal bekommen. Mit der Glass? Ja, ja, das sind sie. Mit der Abwehrs. Oh, schade. Hab den Two-Job nicht gut rausbekommen. Ja. Bin mal gespannt. Oh. Schön. Schön. Falling near grab. So, und jetzt könnte es auch schon. Oh. 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 Oh, er haut sich auf die Beine. Ich sehe es in der Playercam. Das kann ich verstehen. Ah, das. Der konnte. Weiß ich nicht. Ja, ja. Schwierig, schwierig. Weiß er war auf jeden Fall ready. Naja. Okay. Mhm, okay. Aber gleich wieder zurückholen. Alles wieder cool. Oh, da kommen wieder die weißen Kombos. Oh. Oh. Oh, kein Follow-up, schade. Ja, okay. Ja. Oh, 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 schade. Schade. War ein nicer Take-off auf der Plattform. Mhm. Sehr wichtig. Mhm. Ja, oh, ja. Side-Beat. Cool. Gut, jetzt die Ei nach der ersten Abwehr. Ist ein crazy weit nach rechts geflogen. Wieder ein leichter Lead. Okay. Ah, das war ein kleiner Bait auch ein bisschen gerade. Mhm. Jetzt fängt er an hier rumzuschlingeln, der Weiße. Nice. Das stimmt. Oh, die Abwehr ist auch zu gern. Ah, ja. Ole darf sich da jetzt nicht zu doll drauf einlassen. Er muss trotzdem weiter versuchen zu crashen. Oh ja. Siehst du? Da ist super. Es. Da ist es. Ja. Weil wenn Beiß erstmal anfängt, da in seinen Kopf reinzukommen, dann wird es nachher irgendwann schwer. Ja, bock gar nicht. Oh ja, oh. Ah. Das hätte nicht sein müssen. So Raw Up Smash. Aber wieder sehr even das Game, ha? Oh ja, aber ultra. Echt sehr gespannt, wie es der Opener starten wird. Mit schon 32%. Okay, okay. Immer, immer weiter, immer weiter. Mhm. Okay, mehr. Ich war hier sehr patient, patient. Okay. Mach mal schnell, mach mal mit. Die Dose folgt dich ja überall hin. Ja, ja. Oh. Boah, die Frisbee hat mir noch rausgeholt. Oh. Ja. Einfach Option gekauft ohne Ende. Ich würde das so schnell da auf Ringer. Oh. Oh, okay, okay. Sehr. So, jetzt aber echt total close. Bin ja gespannt. Das ist natürlich auch schwierig für Duncan, wie ein King. Genau, okay, ich glaube auch. Entweder Edge guardet ihn jetzt nochmal gleich. Mhm. Oder versucht es runterzuspielen, weil es ist echt riskant. Ne? Der braucht zwei, drei Hits für ihn und dann. Ja. So, ab 90 würde ich sagen, der Abschluss ist schon vorbei. Oh, okay, mit Bosch. Okay, okay. Schön nach rechts. Die maximal noch zwei Dosen und dann kill die Raw. Boah. 145 auf Fuego und der Grab in die Dose. Alter, oh, nach rechts, nach rechts geflogen. Carlos, nie im Leben bin ich nach rechts. Boah, schöne Berg-Air. Es bleibt weiter sehr spannend. Oh, und die Dose. Nein, die Dose ist die halbe Stage geflogen. Die halbe Stage ist die Dose. Er kann es auch nicht glauben. Er wollte unbedingt den Kill kriegen auf der Plattform. Mhm. Und jetzt von weit nicht die Dose merkt, die sich so rangeschlichen hat. Wie ein Huhn. Crazy. Und dann hat ihn einfach Bike Big. Woohoo. Hat er gemacht. Die Dose, ja. 1-1.
1-1, aber wirklich wieder so ultra knapp, ne? Ultra mega knapp. Ich bin auch echt gespannt. Ja. Ich bin auch mal gespannt, ob die jetzt mal die Stage switchen oder ob die das ganze Set auf Carlos spielen wollen. Ja, ich hoffe mal. Oder mal auf Stage. Eine kleinere gehen und ein bisschen reinpfeffern. Das würde ich auch mal gern sehen. Ich wäre auch für eine kleinere Stage. Ja. Ja, die würde es auch gleich geben. Ich habe nämlich schon einen Pick gesehen. Ah, echt? Es wird Battlefield sein. Oh ja. Als Falcon Main natürlich meine Lieblingsmap. Ich glaube aber für beide tatsächlich gute Stage. Mhm. Aber Bice spielt sehr gern Battlefield, das weiß ich. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, ob... Ja, da ist keiner eine geile Musik ausgewählt. Holy shit. Ja, Mucke macht auch was aus. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier ein Starter von Reload schon 66% auf den Punkt drauf. 91, ganz schnell. Jetzt hat er nämlich auch noch die Plattform, auf den er schmiesen kann. Bin mal gespannt. Boah, jetzt ist wieder krass getroffen von. Das ist doch gewesen. Aber weiß ich, ist doch noch nicht durchgekommen. Ballert für die Gunmänner und Größen raus. Wie ein wahnsinniger. Und der Upsmash! Erster Stock geht an Fuego. Schöner Upsmash. Hat den Trade in Kauf genommen. Alles in Ordnung für ihn. Schön, schön gemacht von ihm. Ja, muss sagen, spielt er schon echt solide. Also nimmt er mit, nimmt er mit. Oh, die Dose wieder von so angeschlichen, aus dem Nichts, weißt du? Das ist so die sneaky Dosen-Plays halt, ne? Eindeutig. So, was gibt's im Chat? Hallo, Chat. Schreiben alle Hallo. Jetzt muss er den killen. Ja, ich hab's doch gesagt. Das war der Upsmash, ne? War das ihn? Das war der Upsmash, ah, auf jeden Fall. Ja. Der scheppert da richtig durch. Das ist ja richtig. Oh, Upsmash, okay. Okay. Ja. Okay. 5%. Aber weißt du, darf man nicht zu viel riskieren, sonst kriegt er gleich wieder. Ja. Ja, das ist... Jetzt noch ein, zwei Kombis und dann ist er schon wieder ein 5%. Mit den Prozenten ist es eigentlich schon wieder easy, kann man sagen. Aber so langsam. Okay. Oh, der Gunman. Ja. Der ist auch so ein Frechdachs. Man sieht, da weißt du, wird irgendwie wieder zurückkommen, was Scout. Oh Mann, Allah. Alles gut, ich bin noch da. Aber lässt sich das nicht mit sich machen. Oh oh. Das könnte ganz gefährlich werden, wenn Weiße jetzt noch den Stock holt. Ja. Dann wird Leute. Oh, der Gunman wurde noch reflektiert. Sehr schön gemacht. Okay, ein bisschen. Der F-Smash da aber auf die Ecke war auch schon ein bisschen. Das war schon. Naja. Sehr riskant. Das war zu viel. Das war zu viel. 26%. Okay. Immer noch ein solider Lead für Fuego. Der will jetzt seinen einen Open, aber. Ja, er läuft ja gerade echt überall rein. Ja. Oh, okay, erwischt. Ja, er muss es in einem guten Lead ausmachen können. Oh. Ja. Der ist so crazy, der sitzt aber auch. Der war stabil. Oha! Zwei Eins. Ich hoffe, er Beiße gewinnt, weil ich keinen Bock habe, gegen meinen Bruder zu spielen, gegen den ich jeden Tag geführt ewig spiele. Und von denen kriege ich dann Freestocks um die Ohren geschnabbelt. Das muss ich ja natürlich auch kommentieren. Das müsstest du kommentieren, das müssen sich vor allem auch viele dann angucken und das wäre nicht angenehm. Na. Aber ich würde es ihm natürlich gönnen, weil theoretisch könnte er dann auch ins Winners Final kommen. Das wäre dann schon Winner Finals, ja. Der Gewinner von vielleicht euch beiden. Genau, theoretisch. Das wäre schon crazy. Mhm. Weil, ich sag mal so, Beißel, der macht auch mal gerne einen Losers Run und gewinnt so ein Turnier. Ja. Fuego kann natürlich jetzt das Momentum, wenn er es mitnehmen. Ich bin mal gespannt, welche Stage jetzt kommt. Das ist nochmal Battlefield.
Ich glaube, wenn du Beiße fragen würdest nach Battlefield, egal gegen welchen Charakter, würde sie immer spielen. Immer Battlefield. Ja. Er liebt die Stage, das ist wirklich so. Der Griff. Okay, wir sehen hier, geht aggressiv drauf. Ja, die Griffs werden jetzt auch wichtiger, weil er hat wieder ein bisschen Schildpressure die letzte Zeit gemacht. Ja. Vielleicht ist das ein bisschen so sein Gameplan geändert. Mhm. Kann schon sein, weil davor hat er ein bisschen defensiver gespielt. Aber jetzt rusht ihn auf jeden Fall gut zu. Ja. Ist halt ein gutes Mix. Oh, okay, die Rolle war ein bisschen komisch. Oh, frech. Okay. Ja. Ja, Ronaldinho. Alles draußen. Oh, da sollte der Upsmash kommen, aber der näher. Ah, okay, in die Dose. Oh. Upsmash haben wir. Okay. Ja. Die wird's gecovert. Frisbee an it. Das ist. Brutal. Das ist so safe, der Confirm einfach. Upsmash hat er nicht getroffen. Yes. Okay, gut, er hat. Oh, jetzt fischt er. Jetzt ein bisschen zu doll. Ja. Einer zu doll. Ja, vielleicht weiß er aber auch, er muss den Kill jetzt schnell bekommen und fischt deswegen ein bisschen. Er muss den unbedingt bekommen. Ja. Oh, jetzt guck mal, schon wieder 74%. Er muss jetzt den Kill. Er bekommt ihn nicht! Jetzt aber! Okay. Ja, ist ab er deutlich bessere Option, wenn er auch killt. Ja. Oh, Alter. Dose Gunman, alles auf einmal. Oh, ich glaube eine Dose. Ja. Eine Dose. Und das willst du natürlich nicht haben. Das könnte tatsächlich ins Game 5 gehen. Dass du deinen Stock zurückkriegst gegen Duckhunt. Er misst ihn anschein. Was passiert hier? Okay. Crazy Edgeguard-Szenario. Beide fetzen sich und keiner stirbt. Ja. Das geht gar nicht. Aber wir sind wieder on stage. Ja, ein langer Schnabel. Beiße war eigentlich wieder. Ja, die Abwehr haben wir alle gesehen. Das gibt's doch nicht. Schön. Ich glaube, Fuego hat dann nach dem Game oder im Game schon gesagt, okay, ich mache einen Haken dahinter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nochmal Battlefield gepickt wird von Fuego Elo. Bei aller Liebe. Nach dem Game, das macht er nicht. Nee. Ich glaube, die gehen auf Carlos zurück. Aber die Plattform ist halt für beide gut. Ne? Plattform ist. Also, ich sag, die Smashmill wird's nicht, Hollow wird's nicht. Vielleicht Small Battlefield. Aber Hollow wäre auch gar nicht so schlecht. Ja, spielt er. Small Battlefield, ja. Ich glaube, Hollow würde Fuego nicht gern spielen. Nee. Also ich denke, es wird Carlos sein. Wieder back to Carlos, wo die angefangen haben. So, Game 5. Schauen wir mal. Game 5. Ja, Carlos. Yeah. Crazy. Game 5. 3-1 für Fuego. 3-1 schon für Fuego. Ja, alles gut. Da steht 2-2, ist Game 5, Leute. Das ist sehr spannend. Ich bin schon echt ein letztes Schwitzer. Ich glaube sein. Auch, das wird jetzt extrem nass. Da wird sich gar nichts geschenkt, Alter. Da hat jetzt gar keiner Bock, den ersten Stock zu verlieren. Nee. Beide hauen sich so langsam die Prozente immer hoch. Ja. Ist nicht so, dass direkt in die 80 kommen muss und danach folgen. Ja, beide vorsichtig, ne? Ja. Ja, so zwei Hits mal am Stück, aber ja, genau. Die versuchen nicht so, die Kombination zu machen. Nee. Wenn der Stockdieter dann vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Gucken, also es ist. Eyo, gutes Schild. Leichter Lead. Ist jetzt für Fuego Elo. Okay. Was weiß man? Es wird gecovert bis zum geht nicht mehr. Gunman ist draußen. Dose auf. Oh, die hätte schon wieder. Der kriegt zu viel Dosen noch. Ja. Oh, der Upsmash. Liebe zu killen als Fox. Ja. Back Air. Up Air. Ja, der Bäcker killt halt nicht, weil er ist echt. Das ist ein Dose halt. Ja, deswegen geht er auch auf die Raw, versucht auf Raw zu bekommen, weißt du? Weil das könnte ein Down Smash gepunished werden. Jetzt hat er ihn aber. Schön hochgegangen, die Wall Jump auf die obere Plattform hier. Nee. Smooth raufgekommen.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob der Upsmash von Fox auch hat. Oh nein, es connectet nicht mehr. Ah, okay, das ist nicht viel Prozent. Nein, das darf er halt noch nicht machen. Das ist, obwohl ja, da in der Mitte was. Geht's noch, ne? Ja, in der Mitte wäre vielleicht noch nicht so. Okay. Oh, okay. Beide einfach sagen sich: Scheiß drauf. Wir ballern jetzt den zweiten Song erstmal. Beide haben so den ersten Song zu 130, 150 Prozent. Jetzt machen wir den zweiten nochmal ganz. Auf Guerreros Kopf, aber der kommt doch langsam wieder zurück. Oh, den haben wir leider nicht vom Berg, der ebenfalls nicht verdackern. Ja, schöne Abwehr. Oh, der zweite Hit auch nochmal mit reingenommen. Nimmt man mit, definitiv. So intens, ich sag's dir ehrlich. Echt so, ne? Ja. Voll am Schützen. Ich sag, das ist ein richtig Schützer-Game bis jetzt. Jetzt muss er aufpassen. Du musst in die Onstage kommen. Oh oh. Boah, oh, schöner Erdos ruhig. Oh, okay. Okay. Oh, spielt der Ping-Pong mit seinen eigenen Dose! Oh. Oh, das Cover zu mies. Ja. Oh. Nein. Er müsste gar nicht richtig mitmachen. Oh. Er macht nur noch Dose. Er hat's verstanden, er braucht nur die Dose. Verfolgt aber auch einen überall hin, ne? Egal wo du hinfliegst. Also, je länger du gegen Beißer spielst, desto schlimmer wird es aber auch, dich gegen die Dose zu wehren. Ne? Das kommen halt die ganze Zeit Dosen. Und du bist bei Game 5. Ja. Schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Ja, wie würdest du antworten, wenn du kommst? Also jetzt. Ha, ich würde ihn nicht abschreiben. Nee, 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 das nicht, das nicht. Also ich sag ja so, ab 90 bis 95 Prozent ist ja, schon. Ja, jetzt? Nee, okay, okay, okay. Jetzt muss er ja. Nee, Upsmash ist drin. Ja, ah, oh, wow. Was? Oh, das war greedy. Er muss dann, okay. Er muss raufgehen. Oh. Oder eigentlich muss er raufgehen. Er muss ja irgendwie den Kill jetzt bekommen, was Weiß-Beißler tut und kämpft einfach des Todes raus. Ja. Ist natürlich jetzt genau perfekte Beiße, um es runterzuspielen. Oh. Ja. Und er geht immer wieder raus. Oh, schöne Backer, schöne Backer. 54%, okay, 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 das ist nicht viel. Ja. Das ist nicht viel. Das ist eine nette Fox-Kombo. Das kann jetzt ganz schnell gehen. Mhm. Oh, muss draufkommen. Oh, okay, Frisbee. Die Dose fliegt wieder irgendwo hin. Oh, okay, das war nicht getan. Ich brauche aber auch langsam mal einen Opener. Mhm. 2,5 Minuten noch. Oh. Ah, komische Erdung. Backflip. Dose! Das oh. War's. Oh, ich glaube, die DI war. Das war aber ein gutes Set. Ja, ja? War ein richtig geiles also, Set. Richtig geiles Set. Ja. Nicht schlecht. Doch nicht so eine ultraschwitze Partie. Partie, 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 Partie. Ach ja. Die ersten zwei Stocks waren sehr schwitzermäßig. Schwitzig. Dann darf ich gegen Beißel. Ja. Crazy, ja? Jetzt muss ich gegen Beißel auch noch. Ja, Alter. Der ist mit. Ich bin heute.